Kunde hat ein Video hochgeladen. Alter, heute kommen wieder Videos. Da kann sich Toni Loni wieder ausprobieren im Videoschnitt. Blöb, was kann ich denn heute klauen? Oh, Baku hat ein Video über die Prank Bros gemacht. Stimmt, die haben so ein Statement hochgeladen, ne? Nice, Digga, das klaue ich mir doch direkt. Hey, yo, Freunde, ich bin auf dieses Thema tatsächlich nur wegen Baku aufmerksam geworden, deswegen wäre es super. Er hat einfach 100% Likes, ne? Ey, Bakus Like-Rate, bis auf sein jetziges Video natürlich, ist wild. Nice, wenn ihr jetzt auf seinen Kanal geht und ein fettes Abo da lasst. Ich will heute noch die 20k bei ihm sehen, er ist ganz oben verlinkt. Wirklich, ich rede hier mit euch, ich mache einen Livestream, ich gucke auf mein Handy, 52 Nachrichten, die ich nicht gesehen habe, in der Meinungsbürgergruppe. 12 Nachrichten in der Fußballgruppe, 5 Nachrichten in der Fire Golden Fight Club Gruppe. Ja, wollt ihr mich verarschen oder wie? Baku, ich hoffe, du bist nicht mehr dran beteiligt an dem Gespräch. Vergesst nicht, die nicen Jokes in diesem Video habt ihr quasi nur wegen ihm. Was war das gerade, Digga? Die Prankers aka Marvin und Calvin haben vor knapp einem Jahr das Video "Warum keine Videos mehr kommen?" hochgeladen. Jeder hat natürlich einfach gehofft, dass sie zu dumm sind, den Upload-Button zu finden. Genauso wie damals, als ich vergessen habe, wo die Tür ist. Scheiße! Scheiße, die Tür ist weg! Wo ist die Tür? Oh mein Gott, ich komme nicht mehr raus! Tim, die Tür ist auf der anderen Seite. Das war mir schon klar. Nach einem Jahr kann man einfach mal nachschauen, ob sie sich tatsächlich an die Sachen gehalten haben. Halt. Das Ding ist halt, ich bringe einen Joke in meinen Videos, Tim feiert's nicht. Dann bringt Tim so einen Joke, der einfach wirklich unterstes. Und wenn es noch weiter drunter geht, das Niveau ungefähr hat. Wobei ich gar nicht, ich kann das gar nicht Niveau sprechen. Ich kann es gar nicht Niveau aussprechen. Das ist für mich einfach irgendwas gewesen, aber hat nichts mit einem Video zu tun. Die sie damals gesagt haben, oder ob sie gelogen haben. Deswegen schauen wir da einfach mal rein. Ein ASMR-Kanal. Für die Leute, die es noch nicht wissen, wer mein ASMR-Kanal, könnt ihr gerne abchecken. Dort kommen jeden Tag ASMR-Videos. Genau, wir werden weitermachen, egal wie viel Dislikes oder was ihr schreien. Genau. Lustigerweise gibt es diesen ASMR-Kanal einfach nicht mehr. Beziehungsweise ihn gibt es halt noch, nur kommt da kein ASMR mehr, sondern das ist halt wie früher wieder ihr Gaming-Kanal. Und auch dazu haben... Ah, die hatten krass Aufrufe, ne? Die hatten trotz Gaming-Kanal pro Video über 100.000 Aufrufe. Bei Gaming. Teilweise über 300.000 Aufrufe. Bei Gaming. Das juckt doch keine Sau. Die machen so krass viele Aufrufe trotzdem. Das haben sie halt ein Video hochgeladen. Und zwar hier ist der Grund, warum es kein ASMR mehr gibt. Dann haben wir mal ASMR probiert. Tobi, ich denke. War uns dann doch, also wir haben ja mit Essen ASMR gemacht und war uns auf Dauer einfach zu ungesund. Dadurch, dass die beiden ja tatsächlich Sport machen, ist das meiner Meinung nach gar nicht mal so weit hergeholt. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie einfach gemerkt haben, dass ASMR einfach nicht diesen over super krassen Hype mehr hat und es sich halt einfach nicht lohnt, da die ganze Zeit irgendein Zeug zu essen für so ein Video. Aber dafür kommt auf dem Kanal ja jetzt Folgendes. Diesen Video, also das heutige Video, was ihr jetzt seht, jeden Tag ein Gaming-Video auf dem Kanal, also morgen, übermorgen, überübermorgen, überübermorgen. Tja, und das Ganze haben sie halt gefühlt einen Monat gemacht und seitdem kommt da halt einfach überhaupt nichts mehr online. Also ich meine, ich verstehe es halt ehrlich gesagt einfach nicht. Warum macht man denn so ein Statement, wo man sagt, ja, hier kommen jetzt täglich Videos, wenn das nicht passiert? Naja gut, vielleicht ist man zu der Zeit auch übel motiviert, das zu machen, weil man weiß, Alter, dann läuft's richtig, dann haben wir dort Hype, dann kriegen wir krass Geld, weil ASMR wirft wirklich gutes Geld ab. Dann sagt doch einfach gar nichts oder sagt, ja, wir machen halt ein paar Videos, bis wir keine Lust mehr haben. Check ich halt ehrlich gesagt nicht. Aber in dem Video, womit wir uns eigentlich befassen, haben sie halt... Der Hype-Train ist jetzt wieder aktiv, steht bei mir da. Ja. ...doch über ihren alten Content geredet. Und dazu sagen sie halt Folgendes. Das reizt uns irgendwie nicht mehr so zu machen. Vor allem, da wird wieder darauf reagiert und man denkt sich, ja, komm. Danke für dein Video, Bruder. Stimmt, Digga. Ihr könnt euch halt einfach nicht mehr mit eurem Content identifizieren. Vielleicht noch irgendwas? Ja, dieses Pranks, die ganzen Pranks, damit können wir uns nicht mehr so identifizieren. Weil es werden auch keine Pranks mehr kommen. Prank Bros ist gestorben, Leute. Ja, Mann, also es werden keine Pranks kommen, weil ich fühle es nicht mehr. Ja, stimmt. Pranks sind schon ziemlich uncool. Aber ich meine, zum Glück macht ihr sowas ja heute nicht mehr. Oder? Zugegebenermaßen ist das tatsächlich auch der einzige Prank, den sie seitdem hochgeladen haben. Also übrigens ein Prank, der auch wirklich nicht gefaked ist, ne? Der hat wirklich den Bart abrasiert. Außer der Bart ist rangeklebt, glaube ich aber nicht. Aber was ist das bitte für eine Message? Also ihr sagt, dass ihr viel zu erwachsen und reif für solche Sachen seid,
Aber dann plötzlich macht ihr es halt doch wieder. Seid ihr irgendwie Benjamin Button oder was? Das sind die Prank Bros vor einem Jahr. Und das sind die Prank Bros vor 5 Monaten oder was? Vor allem natürlich auch mega lustig. Haha, lol, ich hatte den Bart abrasiert. Aber in Wahrheit war er nur traurig, weil er keinen Bartwuchs hat. Die Prankbros haben natürlich noch andere Dinge über ihren Content gesagt. Zum Beispiel das hier. Und das wollen wir jetzt ein bisschen ablegen, ein bisschen realer hier auf dem Channel sein. Genau. Und nicht mehr diesen kindischen Kram halt machen. Weil wir haben auch gemerkt, wir sind irgendwie reifer geworden. Ja, Mann, Digga, das ist halt einfach wirklich Real Talk. Mit den Jahren wird man einfach reifer und da macht man halt solche Dinge einfach nicht mehr. Ich meine, ein Glück ist euer neuestes Video auch kein Mache niemals diese Umfrage um 3 Uhr nachts Video. Tatsächlich ist es nämlich komischerweise so, dass sie halt wieder exakt... Also ich finde auch die Prank Bros in meinen Augen sind gar nicht kindisch. Ich finde Prank Bros wirklich erwachsen. Gute Videos. Qualität steht an oberster Stelle. Und so waren sie in meinen Augen auch schon immer. Deswegen, ich fühle die Prank Bros des Jahrtausends, was die da sagen. Schau mal Dokus, also ich bin ein großer Fan von Dokus, deswegen bin ich immer dabei, Leute. Eigentlich. Zack, den gleichen Content machen wie vorher. Aber das Ganze natürlich hochqualitativ. Zum Beispiel im Video, mache niemals ein Nerf-Battle um 3 Uhr Nacht. Chin, chin, chin. Wow, spannend. So special. Give me more, please. Und das ist natürlich nicht das Einzige. Genauso Videos wie KFC vs. Mac. Alter, ich find's unterhalten, wirklich mehr solcher Videos, fühle ich mega. Essen darf. Und das ist halt das ganze Video. Und da schauen dann halt 700.000 Leute zu, wie sie das Essen essen. Also wo ist da der Spaßfaktor so? Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Geil ist natürlich auch das Werk, benutze niemals diese App um 3 Uhr nachts. Sie laden sich halt so eine komische Countdown-App runter, probieren da ein bisschen was aus und das war's. Das Ganze wird halt auf 12 Minuten gestreckt und ich glaube, der eine ist sogar kurz davor einzuschlafen. Ja, stimmt. Also offensichtlich könnt ihr euch mit dem alten Content wirklich gar nicht mehr identifizieren. Womit sie sich halt auch nicht mehr identifizieren können, sind die guten alten Game Master-Videos. Das sagen sie auch nochmal extra. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen reifer geworden. Ja, und um nochmal ein Beispiel zu nennen, sowas wie der Game Master, sowas wird nicht mehr kommen. Ja, wird nee. Einfach nicht mehr kommen. Das könnt ihr vergessen. Genau. Gut, aber ich meine, sie laden ja seitdem auf... Ja, mein Cousin, der ist 12 Jahre alt. Wir waren gestern wandern. Trotz Erkältung. Schwierige Angelegenheit. Aber wir waren in der Sächsischen Schweiz. Sehr, sehr schön. Und da redet der davon auf einmal irgendwie was mit Game Master. Und da hat er gesagt, ah, also ich habe auf YouTube Game Master Videos angeguckt. Ey, das ist voll nicht echt. Das ist voll fake und so. Da gehe ich mir so, ach, sag bloß, dass es fake ist. Mach keinen Mist, ich dachte, die Videos sind echt. Da habe ich mich bedankt, dass er mich aufgeklärt hat über die Game Master Videos. Der weiß, dass ich YouTube mache. Der kennt auch meinen Kanal, aber ich denke mir trotzdem so, dass er sich überhaupt die Videos angeguckt hat. Game Master Videos. Ich will gar nicht wissen, von welchen Kanälen der die Videos angeguckt hat. Will ich gar nicht wissen, wenn da eine Rebecca Wing ist, eine Tilan oder sowas. Dann ist es für mich sowieso aus, aber... Da kannst du nichts machen. Kannst ja nichts machen. Bist am Arsch. Glaub das, grüß dich. Wirklich keine Game Master Videos mehr. Oh, doch. Sie sagen halt einfach, dass sie sich mit diesem Content nicht mehr identifizieren können. Und dass so Game Master Videos auf gar keinen Fall mehr auf diesem Kanal kommen. Und 5 Monate später laden sie halt wieder genau das gleiche hoch. Das verstehe ich irgendwie nicht. Man könnte jetzt natürlich auch meinen, dass sie für die damaligen Game Master Videos einfach zu reif geworden sind und zu erwachsen. Und jetzt wirklich Game Master Videos für Erwachsene bringen. Mit all diesen tollen Sachen wie Steuererklärungen, Rechnungen zahlen, den ganzen Tag arbeiten, keine Freizeit mehr haben. Ach, Erwachsensein ist einfach toll, oder? Im Video Game Master will sich mit uns treffen, schreiben sie halt die ganze Zeit mit diesem Account. Mir nichts, sie sitzen da halt einfach und schreiben mit dem. Das ist halt wirklich das gesamte Video. Also das ist dieser erwachsene und reife Content, von dem ihr die ganze Zeit geredet habt. Im Video Game Master will mit uns schreiben, schreiben sie halt wirklich die ganze Zeit mit dem Game Master. Also zumindest ist es halt kein Clickbait. Das Video geht halt 10 Minuten und sie schreiben halt wirklich 8 Minuten mit dem. Sie sitzen da... Ultra cringe. Und es gibt Kinder, die fühlen das, by the way. Die denken, Alter, geil, Mann, geil, die schreiben mit dem Game Master. Der Game Master ist voll krass, Mann. Der existiert schon seit Jahren, aber der ist immer noch voll krass und den kennt halt niemand. Wie komisch ist das, dass den niemand kennt? Jeder hat Angst vor ihm. Alter, und schreiben halt Nachrichten. Dann stehen sie irgendwie nochmal auf, weil eine Tür anscheinend zugefallen ist und das war's. Das ist halt wirklich das gesamte Video. Die Drehzeit war wahrscheinlich 12 Minuten. Sie haben aber auch mal wirklich einen ultra lustigen Also eigentlich traurig, dass ihr das wisst. Elias und Tobi, ich würde mir mal an eurer Stelle Gedanken machen, ne? Aber es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Prillschätz hochgeladen, ach Mensch, wie ich gelacht habe, ey. Der Game Master ist zurück. Das Ganze ist natürlich nur Clickbait, es war halt einfach ein ASMR-Video, wo sie halt was gegessen haben. Wahrscheinlich hatten sie keinen Bock, da ein richtiges Video zu drehen und dachten Alter, sich einfach, jo, komm, baller raus.
Das gucken eh wieder ein paar hunderttausend Menschen. Ich meine, diese Aprilscherze auf YouTube finde ich generell immer mega cringe. Vor allem die Leute, die meinen, ich lösche meinen Kanal. Digga, du hast 3 Abos, selbst wenn du ihn löscht, dann fällt es niemanden auf. Aber bei diesem Werk fehlt natürlich auch einfach komplett die Pointe so. Haha, lol, das ist gar nicht der Game Master, wir machen ein ASMR-Video. Toll, Digga, wo ist da jetzt der Joke? Ich blick's irgendwie nicht. Es ist halt nicht mal nur so, dass sie sich widersprochen haben, sondern qualitativ haben sie wirklich noch einen Riesensprung zurückgemacht. Ich meine, früher sind sie in den Game Master Videos wenigstens draußen rumgelaufen, haben sich Requisiten gekauft, haben sich wirklich was ausgedacht, haben Rätsel drin gehabt. Das war natürlich vom Inhalt her nicht so stark, aber sie haben sich zumindest irgendwo Mühe gegeben. Und heute sitzen sie halt da rum und schreiben 8 Minuten mit einem Fake-Account. Aber gut, für Qualität sind sie halt auch wirklich zu reif, das muss man sagen. Sie haben mit dem, was sie im Video sagen, ja auch einfach recht. Wir hätten auch normal... Hat QNTV mittlerweile sein Skript auf dem Handy? Normalerweise hat er immer Zettel, die er ausdruckt und dann guckt er sich an, wie er was sagt. Aber der hat ein Handy in der Hand, guckt die ganze Zeit drauf, triggert mich. Bruder. Weitermachen können, aber irgendwann haben wir einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Man stumpft einfach ab irgendwann daran. Und also, abgestumpft ist der Content auf jeden Fall. Ich finde, dass er sich hier sogar ein... Ja, der hat es auf jeden Fall auf dem Handy, schon die ganze Zeit auf dem Handy. Schon ewig, oder? Nee. Also, als ich bei Tim war, na gut, das ist auch schon wieder ein Jahr her. Ja, stimmt, das ist schon wieder ein Jahr her. Okay, gut, das kann schon sein, dass es schon episch ist. Ist mir aber nie aufgefallen, wirklich. Ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich meine, die Prank Bros waren noch nie dafür bekannt, jetzt ultra heftig krasse Videos zu haben. Aber zumindest haben sie sich so ein bisschen Mühe gegeben, indem sie halt einfach mal aus der Wohnung rausgegangen sind. Aber vielleicht sind sie auch in Quarantäne seit 5 Monaten, keine Ahnung. Ich meine, es gibt auch heute noch einige Videos, die ich sogar relativ interessant finde. Zum Beispiel, wir essen das Alphabet oder beim Lieferservice das bestellen. Wir essen das Alphabet. Ey, das ist nicht der Scheiß Ernst, oder? Ey, in was für einer Welt lebe ich, dass das 570.000 Aufrufe bekommt? Wir essen das Alphabet. Die größte Kinderkacke, die es gibt, und es hat 570.000 Aufrufe, 94% Likes. Ich sollte mich dringend löschen. Warum mache ich überhaupt irgendwelche Videos? Die noch halbwegs Arbeit beinhalten. Die essen einfach das Alphabet, Leute. Alphabet oder beim Lieferservice das bestellen, was vor uns bestellt wurde. Aber bei vielen Videos fehlt halt einfach komplett der Inhalt oder sonst irgendwas. Das wirkt halt so, als hätten sie gar keine Ideen, aber auch keine Lust. Dann treffen sie sich und sagen halt, Digga, sollen wir einfach 8 Minuten mit dem Game Master schreiben? Und der andere sagt dann ja. Und dann machen die das halt einfach. An der Stelle frage ich mich halt aber auch wirklich, wie niedrig sind eigentlich die Erwartungen eurer Zuschauer? Die gucken sich halt wirklich ein Video an, wo ihr 10 Minuten mit irgendeinem Fake-Account auf iMessage schreibt. Und das unterhält die und die liken das und finden das cool. Wie? Es ist halt wirklich, aber das machen die ja auch. Also das Ding ist halt, ich kann es verstehen, dass die das machen. Ich kann es verstehen. Wir würden es nicht anders machen, würden wir auch so Content produzieren. Ich meine, das ist kaum Arbeit. Du machst ein Video, das macht 500.000, 600.000, 700.000 Aufrufe. Du bekommst damit tausende Euros. Machst damit 2.000 Euro, 1.000 Euro mit einem so einem Video. Das ist gar kein Problem für die. Von daher, wir würden es wahrscheinlich genauso machen, würden wir auch so dumme Comedy-Videos machen. Wie wenig können Menschen eigentlich erwarten? Ich meine, anstatt dass ihr euch solche Videos anguckt, da fallen mir doch tausend Sachen ein, die besser sind. Trampolin! Schoko-Eis! Unterwassersurfen! Schoko und Zitrone! Riesenrad! Schoko und Zitrone schmelzen! Muschelringen! Uralte Männer waschen! Ihr Statement nochmal zusammengefasst ist übrigens folgendes. Ja, wir könnten auch so weitermachen, aber irgendwann... lass mal was anderes machen, weil wir haben das jetzt so lange gemacht. Ja, irgendwann... Man entwickelt sich ja auch weiter und... An sich ist mir das Ganze tatsächlich auch relativ egal. Denn man muss ihnen ja zugute halten, dass sie halt ihre Zuschauer nicht verarschen. Und daher können sie ja auch machen, was sie wollen. Wenn die Zuschauer das feiern, dann ist das halt irgendwo so. Was ich aber irgendwo halt nicht verstehe, ist die Tatsache, dass sie vor irgendwie 10 Monaten noch so große Töne spucken mit ja, wir sind jetzt richtig reif und erwachsen und wir stellen jetzt unseren Content um. Und dann nicht mal 2 Monate später wieder genau das gleiche machen, wo sie gesagt haben, dass sie... Ich kann mich noch gut an meine Worte erinnern, als ich gesagt habe, ich mache keine Meinungsblogs mehr. Ich fühle das einfach nicht. So, ich habe es ein Jahr lang durchgezogen. Wobei, ich habe das nicht ein Jahr lang durchgezogen. Ich habe ja trotzdem noch zwischendurch Meinungsblogs gemacht. Und dann komme ich wieder und mache Meinungsblogs. Also, ich sollte mich dringend löschen, wirklich. Also, ich habe es verdient, einfach nur gelöscht zu werden. Sie viel zu reif dafür sind. Also, da passt doch irgendwas halt nicht so ganz zusammen. Ihr sagt ja sogar im Video Folgendes. Wir hätten auch normal weitermachen können, aber irgendwann haben wir einfach keine Lust mehr drauf gehabt. Also macht euch das offensichtlich keinen Spaß und ihr fühlt das nicht mehr. Ja, Plantrada, ich muss sagen, ich fand gerade, dass dieser Clip von SpongeBob sah gerade ein bisschen gezwungen aus. Aber ansonsten, ich feiere eigentlich SpongeBob-Clips immer. Ja,
Fühle ich eigentlich. Aber jetzt macht ihr das wieder? Ich meine, warum denn? Weil ihr halt Geld und Reichweite wollt? Ja, wow. Klasse auf jeden Fall. Ich meine, da macht doch einfach überhaupt kein Video dazu. Bringt einfach die Videos, die euch Spaß machen, und wenn ihr dann zurückrudert und doch wieder das gleiche macht, dann kommt es halt wenigstens nicht so komisch rüber. Ich meine, wie ist das überhaupt entstanden? Digga, wir sind echt viel zu alt für diesen Content, oder? Ja, Mann. Und einen Tag später dann so. Digga, wir sind echt überhaupt nicht zu alt für diesen Content, oder? Ja, Mann. Warum sie dieses Video gedreht haben, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil sie müssten ja eigentlich schon damals gemerkt haben, jo, also vielleicht machen wir das halt doch nochmal. Und jetzt stehen sie wahrscheinlich für viele einfach komisch da. Ich meine, die sind ja auf Hate und so weiter sowieso nie eingegangen. Denen war ja schon immer egal, was die Leute halt darüber geredet haben. Das heißt, sie hätten halt doch einfach weiter ihr Ding machen können, ohne so ein komisches Video hochzuladen. Und es wäre wahrscheinlich halt auch niemandem aufgefallen. Ich wollte das ja einfach mal zusammentragen, weil ich das halt ebenfalls einfach super lustig fand. Wie gesagt, geht jetzt auf den heftigen Kanal von Baku und macht da die 20.000 Abonnenten voll. Das Video von ihm ist auch nochmal ganz... Oh Mann, Alter, das Video hat ja auch 260.000 Aufrufe, ist natürlich krass. Wie viel hat Baku jetzt Abonnenten? Bestimmt über 4, oder? Jo, Leute, was? Ja, gut. Ja, 2.000 Abonnenten hat er sogar dazu bekommen, ne? Ist trotzdem krass. Ich meine, das ist ein Fünftel seines Kanals, die er jetzt dazu bekommen hat. Ist eine geile Sache. Trotzdem bei 260.000 Aufrufen. Ja, okay. Ja, aber krass doch, ja, hier 1500, 600, 200. Ist ja eine geile Sache, das pusht nochmal einen Kanal und gönne ich Baku auf jeden Fall. Mach's.